Noah, Noah, ich habe eine super coole Idee. Hör mal zu, ich singe heute die Begrüßung von Inspektren. Herzlich Nein, nein, Finn, stopp, willkommen bitte, bei sonst Inspe lass es, bitte, sonst gehen wir getrennte Wege. Aber wieso denn nicht? Finn, einfach nein. Inspektren, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantischen Grey Ace, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, mein Name ist Charles, meine Pronomen sind deren denen, ich bin 28 Jahre alt, weiß, ich komme aus Deutschland und lebe in Süddeutschland und bin unter anderem Arrow Ace und freue mich, dass ich heute hier bin. Hallo, hier Noah. Ich bin Ace, demiromantisch, aplatonisch, 36 Jahre alt, weiß, verwende keine Pronomen und komme aus Sachsen-Anhalt. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Okay, aber mal eine Frage in die Runde. Worüber reden wir eigentlich heute? Genau, wir wollten uns heute über Trennungen unterhalten, darum ja auch der Titel der Folge Getrennte Wege. Und zwar reden wir im Allgemeinen darüber, was wir unter einer Trennung verstehen, was für Arten von Trennungen es gibt und wie sich das anfühlt. Wir wollen über unsere eigenen Trennungserfahrungen reden und auch über Trennungserfahrungen, die wir aus der Community gesammelt haben und uns vielleicht auch noch ein bisschen überlegen, wie wir eigentlich gut mit solchen Erfahrungen umgehen können. Und das war's dann eigentlich, oder? Ja, klingt gut. Ich denke, wir können direkt anfangen. Okay, dann steigen wir auch direkt ein. Dann frage ich mal in die Runde, was ist denn eigentlich eine Trennung? Also ganz simpel würde ich mal, also ich würde das erstmal relativ weit fassen und sagen, eine Trennung ist die Auflösung einer zwischenmenschlichen Beziehung, wie beispielsweise einer Freundinnenschaft oder einer Partnerinnenschaft oder auch einer anderen zwischenmenschlichen Beziehung. Und ja, vielleicht kann man auch sagen, quasi der Vorgang oder das Ergebnis der Auflösung einer sozialen Bindung. Also es wird quasi eine Bindung aufgelöst, ein sozialer Kontakt stark eingeschränkt oder ganz beendet. Genau, das würde ich eigentlich als Trennung verstehen. Vielleicht auch manchmal in manchen Fällen, ich bin mir gar nicht sicher, korrigiert mich einfach, wenn ich jetzt Blödsinn rede. Aber ich glaube, in die Richtung kann manchmal auch gehen, wenn sich eine zwischenmenschliche Beziehung sehr stark verändert. Also vielleicht habe ich das gerade schon gesagt, mit Kontakt stark eingeschränkt zum Beispiel. Aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn eine sehr, sehr enge Freundschaft, Freundinnenschaft so weit auseinander geht, dass sie zu etwas eher Lockerem wird, dass das auch einer Trennung sehr nahe kommt, beziehungsweise so gefühlt wird, weil ja die eigentliche ursprüngliche Freundschaft oder Freundinnenschaft, gerade wenn das einer Person vielleicht nicht oder vielleicht nicht der Wunsch beider Personen war, ja doch auch einen Verlust darstellt und sich sehr ähnlich anfühlen kann, denke ich. Also ich denke zumindest, dass es sich halt für manche Menschen so anfühlen kann. Und ich korrigiert mich da wieder, ich glaube, Trennungen können auch, wie soll ich sagen, teilweise einseitig sein, wenn nur eine Person sagt, sie will die Trennung und die andere das vielleicht nicht ganz so einsieht, dann ist das, weiß nicht, schwieriges Konstrukt. Aber es ist ja dann auch eine Art Trennung, oder? Ja, sicher. Also klar ist das dann, also ich denke mal, dann wird die eine Person vermutlich auch den Kontakt einschränken oder sich aus der Beziehung zurückziehen. Da kann es natürlich dann auch zu komplizierten Situationen kommen, aber ich denke, darüber werden wir auch noch reden, oder? Ja, ich denke auch, über welche Arten von Trennung sprechen wir denn oder heute? Ich würde mal sagen, eigentlich über alle, oder? Also jetzt, ich zähle einfach mal auf, ich würde sagen, Trennungen aus Partnerinnenschaften, Freundinnenschaften, SexualpartnerInnen, Familie, vielleicht auch Trennungen von Gruppen, kann ich mir auch vorstellen. Also eigentlich würde ich sagen, dass alles, was von einer Person als eine nennenswerte soziale Bindung empfunden wird oder was eine solche darstellt für eine Person, kann dementsprechend auch als nennenswerte Trennung verstanden werden, auch wenn das vielleicht von anderen Menschen nicht direkt so verstanden wird.
So, Findonor, wie fühlen sich denn Trennungen an? Oder wie können sich Trennungen anfühlen? Ja, ich würde erst einmal sagen, dass es vielleicht so ein bisschen einen Unterschied machen kann, nicht muss. Natürlich, ob eine Person selbst die Beziehung beendet oder ob die Beziehung mit einem beendet wird. Also von einer oder der anderen Person oder einer der anderen Personen ist ja auch möglich. Egal in welcher Konstellation, aber das kann schon einen Unterschied machen. Also ich würde sagen, vielleicht wenn eine Person eine Beziehung beendet, in der sie sich jetzt schon länger unwohl gefühlt hat, egal was für eine Form von Beziehung das jetzt ist, kann das auch mit Erleichterung einhergehen, was jetzt nicht heißt, dass eine Person nicht auch erleichtert sein kann, wenn eine andere Person eine Beziehung mit ihr beendet. Also nur weil die Person selber die Beziehung noch nicht beendet hat, heißt das ja nicht, dass das Gefühl da oder dass das Gefühl nicht da sein kann oder dass da keine Erleichterung sein kann oder dass sie nicht vielleicht selber auch schon drüber nachgedacht hat. Trotzdem gehen halt Trennungen oft, glaube ich, mit sehr starken Gefühlen einher, auch mit negativ wahrgenommenen Gefühlen und belastenden Gefühlen und belastenden Situationen. Also einfach, um so ein bisschen aufzuzählen, würde ich sagen, habe ich schon gesagt, Erleichterung, aber auch viel Traurigkeit, Ärger, Enttäuschung, Verzweiflung. Und ich glaube, für mich ist ganz wichtig auch zu sagen, es gibt eigentlich kein falsches Gefühl nach einer Trennung. Jemand ist kein absolut schlechter Mensch, weil er sie x sich nach einer Trennung freut auch oder erleichtert ist. Aber gleichzeitig ist es auch total okay, verzweifelt zu sein, sehr traurig zu sein, um eine Beziehung auch zu trauern, egal was für eine Art von Beziehung das war, oder auch sich zu ärgern, solange diese Gefühle nicht in einen stark destruktiven Umgang gegenüber der anderen Person umschlagen, so würde ich sagen. Dem kann ich mich nur anschließen, ja. Mhm. Was ich... Und ja, sorry, Charles. Nee, bitte, Finn. Ach so, ich wollte nur, weil ich vorher davon geredet habe, dass es vielleicht manchmal einen Unterschied macht, ob eine Person die Beziehung selbst beendet, fragen, ob ihr schon mal eine Beziehung beendet habt, weil das ist ja eigentlich auch nicht so einfach. Also zumindest in meiner Erfahrung ist das jetzt nicht das Einfachste auf der ganzen Welt, einmal zu wem hinzugehen und zu sagen, hey, unsere Freundschaft passt nicht mehr oder unsere Partnerinnenschaft passt nicht mehr oder was auch immer wir da am Laufen haben, passt nicht mehr so. Also in meinem Fall, ich habe es einmal versucht. Das war eine romantische Beziehung und da waren wir ungefähr ein Vierteljahr oder so zusammen. Und ich habe halt gemerkt, dass das irgendwie mir nicht so richtig was gibt. Also ich war schon noch in die Person verliebt, aber ich habe so gedacht, dass es so irgendwie richtig, die Beziehung funktioniert nicht. Und da demiromantisch wir ja schon vorher befreundet waren, habe ich gedacht, komm, ich rede mal mit der Person, wir versuchen es an der Stelle vielleicht zu beenden und lieber freundschaftlich weiter fortzufahren. Aber die Person hat mich halt so lange bequatscht, bis ich dann nachgegeben habe. Und naja, also in meinem Fall nur fast. Mehr Versuche hatte ich, glaube ich, fallen mir gerade nicht ein. Schalt? Ich habe mal eine Freundinnenschaft beendet und da bin ich dann zu der Person hin und habe gesagt, hey, ich merke, dass von meiner Seite aus viel mehr Effort kommt, das werde ich einfach einstellen, weil ich es schade finde, dass es keine Beidseitigkeit ist, aber ich habe keine schlechten Gefühle, ich finde dich nach wie vor nett und ich mag dich, aber wenn das kein beidseitiger Effort ist, dann wird es sich so jetzt im Sande verlaufen und also ich war da noch ein bisschen jünger, als heute, aber die Person hat es nicht gut aufgefasst. Besser gesagt, danach waren wir tatsächlich einfach keine Freundinnen mehr. Oh Mann, ja, also ich tue mir tatsächlich gar nicht so leicht, tatsächlich Beziehungen zu beenden selber proaktiv und habe das auch erst selten gemacht. Also es war jetzt auch, also ich war jetzt auch nicht in so vielen Situationen, wo das furchtbar nötig gewesen wäre. Also alles, wo ich irgendwie drin war, war jetzt nicht, also klar, manchmal sind Sachen so ein bisschen beidseitig ausgelaufen, aber sonst, oder haben sich durch Ereignisse stark verändert oder getrennt, so. Ich habe zweimal tatsächlich, also einmal habe ich ein, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich das überhaupt beschreiben soll, aber eine, ist auch schon eine ganze Weile her, war ich auch noch jünger, eine sehr undefinierte Beziehung beendet. Also, um das ein bisschen zu erklären, ich gehe mal davon, also
ich bin mir sehr sicher, von der anderen Person war ein starkes romantisches Interesse da. Von mir war aber kein romantisches Interesse da. Und dann hatten wir eine Zeit lang so ein Limbo. Also, weil ich quasi gesagt habe, also ich habe kein Interesse an einer romantischen Beziehung, die Person gesagt hat, ja, aber sie ist halt voll interessiert. Ich gerade irgendwie, also es war jetzt nicht so, dass ich es nicht wollte, aber ich war gerade so zwischen Experimentieren und ich weiß nicht, ob dir das gut tut, weil du, ich weiß, du willst eigentlich was anderes. Und dann lief das so eine Weile. Dann hatten wir so ein Etwas, das aus diversem Körperkontakt und so, also auch körperlicher Nähe, sort of Sexualität, minus penetrativem Sex und körperlichen Zärtlichkeiten bestand. Und dann habe ich das aber beendet, eben auch, weil ich das Gefühl hatte, dass es der anderen Person nicht gut tut, unter anderem. Ja, genau, bin ich auch damals hingegangen, musste das auch länger erklären, weil die andere Person halt auch, ich nehme mal an, also war auf jeden Fall in mich verliebt, ich nehme mal an, limerent. Es war nicht so einfach, das anzunehmen auch. Also es hat funktioniert, wir haben auch noch Kontakt und so. Aber da habe ich tatsächlich dann einmal dieses Etwas Freundschaft plus, eigentlich auch nicht. Es gibt einfach kein Wort dafür. Und ich kann das nicht labeln, aber diese Beziehung dann zu beenden. Und einmal habe ich halt stark den Kontakt zu einer befreundeten Person eingeschränkt. Mit der ich auch mal sehr gut befreundet war, aber ich nehme mal an, da spreche ich auch noch mal drüber in der Folge. Da komme ich, glaube ich, noch mal zu. Okay, dann stelle ich später Nachfragen. Das bringt uns aber vielleicht gleich zu einem weiteren Punkt. Und zwar, warum sind Trennungen eigentlich so schwer? Ja, erstmal ist da die Frage zu stellen, sind sie überhaupt immer schwer? Also, weil wir haben ja schon Erleichterung erwähnt so ein bisschen. Also eine Trennung kann ja auch befreiend sein und irgendwie auch gerade, wenn die Beziehung, was auch immer das für eine Beziehung war, dann nicht mehr so toll ist oder eigentlich nie toll war, kann ja auch sein. Da kann Trennung auch viel Last nehmen oder viel Druck oder einen einfach aus anderen Gründen befreien, aus der Situation, aus der Beziehung, aus Erwartungen, aus was auch immer. Aber andererseits habe ich ja auch schon gesagt, Beziehungen zu beenden selber ist schwer. Oder zumindest nicht einfach. Also ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Leute machen das nicht so gern, dass sie zu einem Menschen hingehen und sagen, hey, unsere Beziehung passt so nicht, wie sie gerade ist, ich würde die gerne beenden oder stark verändern oder mich distanzieren, wie auch immer. Das ist halt auch irgendwie eine, also wahrscheinlich auch will, ich nehme mal an, bei mir ist es, ich will dann die Person nicht enttäuschen. Ich weiß, dass das keine gute Nachricht ist in sehr vielen Fällen. Und klar sollte ich, ist es natürlich dann sinnvoll, das trotzdem zu machen, aber es ist halt, ich meine, wer überbringt schon gerne schlechte Nachrichten und sagt möglichst sanft, was man halt eigentlich sanft nicht sagen kann, nämlich ich möchte diese Beziehung beenden oder sehr einschränken oder wie auch immer. Das ist einfach, also das ist nicht sanft zu übermitteln. Schätze ich. Ja. Und mir ist gerade eben nur eingefallen, ich glaube, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, dass wenn man eine Beziehung darauf beendet, dann liegt es ja auch häufig irgendwo innerhalb der Beziehung selber die Gründe oder hängen stark im Zusammenhang mit der anderen Person. Und ich glaube, dass gerade in Konstellationen, die wie Freundinnenschaften, die ja ganz, ganz viele Arten von Ausgestaltungen kennen. Ne? Und ich glaube, dass auch Freundinnenschaften oder platonische Beziehungen viel mehr Variationen kennen und Dynamiken kennen, dass sich auch mal mehr hin und her verschiebt. Und dann in dem Punkt zu sagen, hey, es ist für mich jetzt keine Änderung der Dynamik, sondern ich will wirklich diese Freundinnenschaft beenden, ist ja auch schon immer so sehr, sehr stark daran gekoppelt. Und das liegt mit unter anderem auch stark an dir, mit der ich die Person, mit der ich die Beziehung geführt habe. Ich glaube, dass da engere Beziehungen sozusagen mit sehr vielen Absprachen oder mit sehr vielen, mit so mehr
eigenem Konstrukt quasi, eventuell ja dann auch komplett an der Beziehung selber liegen kann, dass man eben sagt, okay, ich habe mich anders entwickelt und ich will doch jetzt andere Freiheiten oder Gestaltungsmöglichkeiten und deswegen beende ich die Beziehung, dass es dann weniger an der Person gegenüber liegt. Aber ist natürlich nicht immer so. Ist mir nur gerade eben eingefallen, dass das vielleicht das auch nochmal so erschweren kann, je nachdem, welche Art von Beziehung man beendet. Ja, voll. Wobei es ja schon auch sein kann, dass es irgendwie an den Umständen liegt. Also hat dann wahrscheinlich auch oft was mit einem selber zu tun. Aber ich hatte vor ein paar Monaten mit einer befreundeten Person darüber gesprochen und sie hat mir erzählt, dass eine Person, mit der sie befreundet war, von Österreich nach Hause gegangen ist, halt in ein anderes Land. Und dann ist der Kontakt so immer weniger geworden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dann war sie mal besuchen, also nicht sie, aber generell war sie in der Stadt. Und dann haben sie sich auch getroffen und dann hat die andere Person halt gesagt, ja, sie hat gemerkt, dass sie das braucht, sich jetzt auf ihr Leben hier zu konzentrieren und dass sie das einfach gerade nicht kann oder auch nicht möchte, deswegen diese Beziehungen zurück nach Österreich aufrechtzuerhalten. Und das, also klar liegt das dann sicher auch ein Stück weit an der Person und dass sie das gerade so nicht schafft, möchte, es ihr nicht gut tut, sich da auf dieses andere Leben zu konzentrieren oder daran zurückzudenken oder was auch immer. Aber es hat schon auch was stark mit den Umständen zu tun, auch wenn natürlich andere Menschen in anderen Fällen über Grenzen hinweg und auch über Distanz Freundschaften gut aufrechterhalten können oder auch wollen. Aber ob das dann sinnvoll oder zielführend ist oder sonst was, kommt ja auch auf die beteiligten Personen an. Ja, klar, dass es da ganz viele Konstellationen gibt, wo das auch alles, was ich gesagt habe, nicht zutrifft. Das war nur so ein Gedanke, wie es eventuell auch ausgestaltet sein kann. Ja, klar. Ja. Also klar, das hat sicher auch, also was du gesagt hast, stimmt sicher auch. Ich dachte nur, ich kann da die Umstände auch so als Grund auch noch reinbringen, der vielleicht einen Einfluss hat. Ja. Absolut. Und da finde ich ja auch, ist auch nochmal ein Teil, warum es auch schwer sein kann, wenn so eine Beziehung endet oder eine Bindung endet, weil damit ja auch Routinen wegfallen, ne? Also auch gerade in dem Beispiel, eventuell war das ja auch so, dass davor eben so eine Routine bestand, man trifft sich jeden Samstag zum Kaffee trinken oder wie auch immer, oder ne, es ist eben so, man geht zusammen diese und diese Hobbys nach oder was auch immer, und wenn dann eine Beziehung endet, dann fallen ja auch diese Routinen irgendwo weg und es ist dann nochmal zusätzlich so Zeit. Ja, beziehungsweise auch bei PartnerInnenschaften kann das ja voll der Fall sein. Also wenn du jeden Tag um, was weiß ich, 6 Uhr aufgestanden bist, mit deinem Partner gefrühstückt hast und dann sind beide in die Arbeit und dann fällt das plötzlich alles weg und dann hatte man vielleicht auch noch ein Abendritual oder sowas. Du musst ja irgendwie deinen ganzen Tag so ein Stück weit anders strukturieren oder du musst deine Routinen neu finden mit dir alleine oder mit den Personen, die dann halt noch überbleiben. Oder auch, wenn du wen hattest, mit dem du jeden Tag schreibst und dann ist das plötzlich nicht mehr so in einer Freundinnenschaft, wenn das eine sehr enge Freundinnenschaft ist. Du verlierst ja ganz viel. Ja, dein Support zum Beispiel kannst du ja verlieren, wenn das die Person war, die halt immer, wenn es dir nicht gut ging, mit der du dann auch gleich sprechen konntest über die Sachen, bricht das halt alles weg. Was ich vielleicht noch zusätzlich erwähnen möchte, wir haben ja schon über Limerenz gesprochen in vorherigen Folgen und da kann natürlich auch der, ich sag mal, Hormoncocktail im Hintergrund noch mitlaufen und die muss man ja auch erstmal wieder in die Reihe kriegen. Das kann es dann nochmal zusätzlich erschweren, ja, und die Gefühle, sag ich mal, hochkochen lassen, ja. Und sehr oft sind ja bei so einer Trennung, wir haben ja vorher schon Gefühle aufgezählt, sowieso schon extrem viele Gefühle beteiligt. Und es geht ja auch in vielen Fällen eine Beziehung verloren, egal was für eine Sorte von Beziehung das jetzt ist. Und damit ja auch eine Variante der Zukunft mitunter bei engeren Beziehungen, die eine Person sich vorgestellt hat. Also gerade wenn das irgendeine Form von Partnerinnenschaft ist oder auch eine Freundinnenschaft oder eine andere Beziehung, die eine Person in ihrer Zukunft sieht auch oder sich vorgestellt hat, dass die in der Zukunft da sein wird. Vielleicht auch, wenn es gemeinsame Zukunftspläne gab oder sich die Personen irgendwas ausgemacht haben. Das kann ja
extrem schwer sein, überhaupt erstmal damit klarzukommen, meine Zukunft wird nicht so aussehen. Und ich glaube, vielleicht nicht alle, aber manche Aspects kennen das ja auch. Wir haben, oder auch queere Menschen generell, wir wachsen ja auch mit Vorstellungen von unserem Leben auf. Also mit normativen Vorstellungen, mit Amatonormativität, mit Allonormativität, mit Heteronormativität, mit Cis-Heteronormativität und denken uns ja irgendwann, oder vielleicht denken sich, haben sich mal von uns gedacht, irgendwann wird mein Leben so ausschauen. Und als wir dann gemerkt haben, es wird vielleicht nicht so ausschauen, habe ich schon auch öfters von Leuten gehört, dass da Trauer und erstmal eine Verlusterfahrung auch ist oder eine Angst. Und ich glaube, wenn so eine Beziehung verloren geht, ich weiß, das war jetzt gerade ein Bogen, aber dann ist das gar nicht so anders, meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass da manche vielleicht aus dieser Erfahrung heraus, also die diese Erfahrung haben mit Lebensbildern, sich vorstellen können, wie manche Trennungen sich anfühlen, weil einfach Zukunftsbilder plötzlich zerbrechen und weg sind. Und das kann ja auch viel Verzweiflung, Angst, Wut, Trauer auslösen. Und natürlich ist das bei Freundinnenschaften genauso möglich, wenn ich mir zum Beispiel immer gedacht habe, dass eine gute befreundete Person auch in Zukunft diesen Stellenwert haben wird und ich mich immer an die wenden werde können und mir das auch in 10 Jahren noch so vorgestellt habe und dann fällt es plötzlich weg, ist das ja genauso ein Verlust von Zukunftsvorstellung und Plan vielleicht auch. Ja. Und eine Neuorientierung, die dann notwendig und ist. Ich glaube auch da, dass es oft sein kann, dass Trennungen schwer zu oder einfach schwer sind, weil man ja auch die Person, mit der man die Beziehung geführt hat, oder die Person gut kannte und eventuell auch Gemeinsamkeiten hatten oder einfach auch, wenn man keine Gemeinsamkeiten hatten, ja auch irgendwie wusste, was die Person mag. Und dann kann es sein, wenn man irgendwie Zitroneneis sieht und dann wieder sich wieder einen so erwischt, so, dann denkt man auch noch viel später drüber nach, ach, Person XY hat immer Zitroneneis gegessen oder war die Lieblingssorte. Und dass das dann auch immer wieder hochkommt und immer ganz viele Dinge im Alltag einen eventuell auch erstmal an die Person erinnern. Ich glaube, das ist so vielleicht auch ein bisschen mit Routine zu tun. Ja. Aber dass solche Sachen dann auch immer wieder hochkommen und auch in komplett verschiedenen Situationen. Absolut. Ich glaube, unsere Gehirne machen einfach auch Verknüpfungen zu sehr vielen Dingen. Und wenn wir so eine Verknüpfung mal haben, dann können wir unserem Gehirn 1000 Mal sagen, hey, wir haben uns aber getrennt, hör auf damit. Ich kann da nochmal auf ein Beispiel zurückkommen von mir. Ihr habt ja in der Fragen zur Lemmerenz-Folge von mir das Beispiel mit der Müsli-Packung gehört. Die Müsli-Packung ist auch, nachdem die Beziehung, nachdem wir uns irgendwann getrennt haben, blieb die Müsli-Packung natürlich mit der Person verknüpft, nur dann tat es halt jedes Mal weh, diese Müsli-Packung zu sehen, was dazu führte, dass ich das Müsli-Regal eine ganze Zeit gemieden habe. ja, weil es einfach damit verknüpft war. Ja, und es kommt ja auch noch, also selbst wenn diese ganzen Sachen nicht wären, kommt ja auch noch dazu, dass viele Menschen oder ja, die meisten vielleicht, aber auf jeden Fall viele, ja gerne Bindungen haben, die stabil sind und Sicherheit in ihren Beziehungsnetzwerken und in ihrem Supportnetzwerk. Und eine Person zu verlieren in diesem Netzwerk, gerade wenn die irgendeine wichtige Position einnimmt, egal was das jetzt ist, das ist ja dann auch quasi eine Gefahr. Also es ist ja gefährlich, weniger Support zu haben, ein Stück weit unter Anführungszeichen. Weil wir oder viele von uns oder ich mir jedenfalls auch Support wünsche von bestimmten Menschen in meinem Netzwerk jetzt. Das kann eben Angst machen, wenn dadurch quasi gefühlt zumindest Sicherheiten wegbrechen. Ja. Voll. Gerade wenn wir sowas wie eine, ich sage mal, Primärperson haben, unter Anführungszeichen, zum Beispiel einen Primärpartner oder wen auch immer, kann ja auch eine sehr gute Freundschaft sein, was auch immer, irgendeine ganz wichtige Beziehung, wenn die dann wegbricht, wenn das immer die Person gerade war, an die ich mich gewandt habe oder so, oder auch Familie, wenn ich mich immer an diese Person gewandt habe und dann ist sie weg, weil ich mich getrennt habe oder sie sich getrennt hat oder wir uns getrennt haben,
wie auch immer, dann muss ich erst rausfinden, an wen wende ich mich jetzt eigentlich, wenn ich ein Problem habe oder was brauche. Ja, und ich glaube, je nachdem, wie so ein Netzwerk aufgebaut ist, kann es ja auch durchaus sein, dass in der Trennung zu einer Person sich auch auf die Beziehung zu anderen Personen auswirkt oder Voll. Da eben auch Trennungen provoziert. Klar. Oder auslöst, nicht provoziert, aber halt ja, dazu führt. Da wären wir ein bisschen jetzt auch bei Gruppen, oder? Also ich habe ja vorher Gruppen angesprochen. Ich meine, es muss ja, einerseits gibt es dann so Dynamiken und andererseits kann es ja auch sein, dass ich mich von einer Gruppe trenne. Jetzt entweder, also auf welcher Ebene auch immer ich mit der verbunden war, auch von Gruppenzugehörigkeit einfach. Ja. Was weiß ich, wenn ich in einem Verein war oder was auch immer und den dann verlasse und mich auch entscheide, die Beziehungen zu diesen Menschen stark zu einzuschränken oder zu beenden, kann mir schon vorstellen, dass das dann auch sehr belastend ist. Ja, absolut. Weil der dann auch gleich wieder mehr wegfällt, so Routine, Beziehungen, mehrere Beziehungen, Struktur fürs eigene Leben irgendwie, ja. Absolut. Und natürlich das, was du wahrscheinlich eher gemeint hast, diese Kettenreaktionen, die manchmal in sozialen Gefügen existieren, wo sich dann zwei Personen trennen und dann ist plötzlich auch der halbe Freundeskreis weg wegen der Trennung oder so. Mhm. Oder wegen einem Streit in der Freundesgruppe. Das hatte ich schon mal. Also, dass es in einer Freundinnengruppe einen Streit gab und dann brach das ganze Ding auseinander, weil die Leute sich quasi auf Seiten gestellt haben, das nicht zu kitten war und quasi erwartet wurde, dass nicht mehr mit den anderen jetzt geredet wird oder so. Und das ist halt, das sind auch miese Situationen. Mm, ja, weil dann jeweils die Personen einzeln in der Welt für einen wegfallen, aber auch diese Gruppe dann sich aufgelöst hat oder getrennt, eine Trennung zu der Gruppe dann besteht, auch wenn die Gruppe sich allgemein getrennt hat, aber das sind ja auch nochmal verschiedene Dynamiken dahinter. Absolut, und ich würde auch sagen, also ich möchte das kurz noch ansprechen, auch bei in Bezug auf Partnerinnenschaften ist es ja schon auch so, dass oft, ich gehe jetzt in dem Fall, also ich glaube in einer monogamen Beziehung ist das nochmal krasser, wenn mir nicht, kann ich jetzt gar nicht so sicher sagen, wäre jetzt irgendwie mein erster Gedanke, kann aber auch falsch sein, also dass ich, wenn ich in eine Beziehung, in diese Beziehung gehe, ja auch quasi den Freundinnenkreis meiner Partnerperson mit erbe, unter Anführungszeichen. Okay, erben ist das falsche Wort, aber mitbekomme. So. Und dann machen wir mal fast forward, ein paar Jahre, dann haben wir eine Trennung. Und dann ist ja auch die Frage, kann ich jetzt oder könnte ich jetzt in diesem Szenario mit diesen Leuten befreundet bleiben oder Kontakt haben oder auch mit der Familie der dann Ex-Partner-Person. Und je nachdem, wie gut ich darin bin, andere Freundinnenschaften zu finden, waren das vielleicht dann auch noch meine Primärkontakte. Das ist, glaube ich, auch nochmal übel. Mhm. Ja, absolut. Ich habe gerade im Kontext von den monoromantischen Beziehungen gehört, dass Menschen sich dann auch ganz bewusst nach einer Trennung nochmal von den Eltern der vorherigen Partnerperson verabschiedet haben und da auch so eine Art quasi Trennung dann speziell stattfand und es nicht einfach so weggebrochen ist, sondern so eine bewusste, konsensuelle, okay, ich gehe jetzt hin und verabschiede mich nochmal und dann ist so eine Trennung damit verbunden. Kann mir vorstellen, dass das einem gut tun kann, andere, also dass man sagt oder dass die Person sagt, hey, ich setze da nochmal einen bewussten Schritt. Andererseits ist mein erster Gedanke halt irgendwie so, warum muss das? Ja, also von denen ich das gehört habe, das war ein eigener Wunsch einfach, ja, weil die schon eine gute Beziehung zu den Eltern hatten von der Partnerperson und dann einfach da sagen wollten, hey, ich hatte hier immer eine gute Zeit, ich war immer super arg willkommen in eurem Haus und das hat mich gefreut. Ja, also ich finde das auch gut, das dann zu machen, wenn man das, wenn das irgendwie gewünscht ist oder und die Person das möchte. Für mich ist es nur echt so ein, warum ist es nach einer Trennung immer aus und warum ist eine Trennung der so krasse Einschnitt automatisch? Also ich sage nicht, dass sie das nie sein kann, aber es ist ja irgendwie so ein Automatismus, dass das dann alles wegfallen muss, unter Anführungszeichen. Aber das werden wir, glaube ich, jetzt nicht beantworten können. Ja, besser gesagt, ich glaube, das ist schon auch was sehr strukturell, also einfach was amateurnormatives auch, ne, dass diese
also eine romantische Partnerbeziehung dann Teil der Familie wird. Und wenn dann die quasi aufgehoben wird, dann ist eben auch Teil der Familie nicht mehr das Gleiche. Voll. Na? Ja, ich finde das schon auch. Ich finde es halt ein bisschen krass irgendwie, dass es so eine Norm ist. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es oft so. Und dementsprechend macht es das, glaube ich, oft noch mal schwerer. Jetzt haben wir uns so schön über Trennung unterhalten, jetzt sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, was es denn jetzt genau für unterschiedliche Arten von Trennungen gibt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir haben jetzt eh schon so ein bisschen über partnerinnenschaftliche Beziehungen gesprochen und ich denke, wir können da gleich weitermachen, egal ob eine monoromantisch-monosexuelle Paarbeziehung oder eine Polybeziehung oder irgendeine Variation davon. Ja, vielleicht frage ich erstmal euch beide, habt ihr schon mal eine Trennung aus oder in einer Partnerinnenschaft erlebt und wollt ihr was davon erzählen? Also ich habe zwei Partnerinnenschaften gehabt und auch beide sind im Endeffekt auseinandergegangen. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu erzählen soll. Also die erste war recht glatt, also in dem Sinne von... Die Person hat mir nicht so einen netten Satz am Ende an den Kopf geworfen und da hatte ich dann auch wirklich keine Lust mehr. Deswegen war das dann auch wirklich ein gerader Schnitt. Da ist kein Kontakt mehr, keine Freundinnenschaft mehr. Da ist wirklich nichts mehr geblieben. Also da haben wir wirklich Cut gemacht. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil wir uns lange vorher kannten. Auch schon aus der Schule. Aber da war dann einfach nichts mehr. Und bei der zweiten, ja, wie soll ich sagen, die Partnerinnenschaft ist auseinandergegangen. Aber so glatt war die Trennung in dem Sinne nicht. Das war doch ein sehr holpriger Weg und inzwischen ist das eine meiner engsten befreundeten Personen. Ja, also es gab die Trennung im Sinne von Partnerinnenschaft, aber dafür sind wir jetzt eben befreundet. Also so eine halbe Trennung. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Ja. Ja, das ist richtig schön. Ich habe noch nie eine partnerinnenschaftliche Beziehung geführt und insofern habe ich da auch noch keine Trennung gehabt. Mein Problem bei der Frage ist so ein bisschen, dass ungefähr alles, bevor ich herausgefunden habe, dass ich auf dem Aceback bin und dass ich aromantisch bin, alle Beziehungen, die ich hatte, eher so eine Sache sind, wo ihr mich gerade vorhin um Worte habt kämpfen hören, das irgendwie zu beschreiben und in for the sake of talking about it, um drüber zu reden, das in eine Box zu kloppen und zu sagen, ja, das war das und dann war das. So eine klassische, also ja gut, eine QPA ist auch keine klassische partnerinnenschaftliche Beziehung, aber bevor ich in Aceback Communities unterwegs war, wusste ich auch nicht, was eine QPR ist. So eine klassisch monoromantisch monosexuelle Beziehung hatte ich eigentlich nicht. Von dem her struggle ich ein bisschen damit, was sich überhaupt als Partnerinnenschaft qualifiziert in dem Fall. für die Frage. Einmal habe ich mich quasi, aber das war noch nicht wirklich eine Partnerinnenschaft, auch nochmal von wem getrennt, der mich quasi sort of gedatet hat, aber auch nicht, I guess. Ist alles ganz schwer zu beschreiben, sorry. Ist gar kein Problem. Und in dem Fall, also bei der Geschichte, aber da, also wir hatten uns halt ein paar Mal getroffen und ich habe dann festgestellt, ich möchte das aber nicht, weil die Person halt sehr auf so eine, unter Anführungszeichen, klassische, sehr cis, hetero, allo- und amato-normative Beziehung aus war, habe ich dann irgendwann festgestellt, nee, das will ich eigentlich nicht. Und hatte mich auch recht unwohl gefühlt in der ganzen Sache und habe das dann auch relativ klar beendet, schätze ich. Ja. Und Finn, hast du dich dann mit der Trennung, obwohl du das so nicht wolltest, dann erleichtert auch gefühlt oder war das trotzdem traurig und negativ behaftet? Nee, da war ich tatsächlich hauptsächlich erleichtert in dem Fall. Also es gab andere Fälle, wo ich schon auch, oder andere Situationen, die aus so undefinierteren Beziehungsformen, sage ich mal,
die halt doch eine gewisse Regelmäßigkeit hatten, aber kein, nicht dieses klare, ja, das ist jetzt diese romantisch-sexuelle Beziehung, auch weil ich habe mich halt in diesen klaren, klassischen, romantischen Beziehungen nie wohlgefühlt. Und dementsprechend habe ich ja gemerkt, habe ich mich da auch immer sehr, also habe ich mich dann schnell unwohl gefühlt und dementsprechend hat das dann immer eher so ein bisschen anders ausgesehen, wenn was war oder wenn es was gab. In dem Fall, von dem ich geredet habe, war es einfach so, dass ich mich echt zu dem Zeitpunkt dann richtig unwohl gefühlt habe, weil mir immer auch sehr klar war, dass das, was diese Person will, also das war sehr kurz, bevor ich das tatsächlich festgestellt habe, dass ich aromantisch bin. Und das hat sich immer mehr aufgebaut und ich wusste, die Person will was, was ich nicht will. Und wenn da wirklich was passiert und ich mich einlasse auf diese Beziehung, die diese Person will und die sie wohl tatsächlich und wo irgendwie sehr wenig Spielraum war in der Situation, dann bin ich in einer Situation, die ich nicht möchte. Und das hatte mich halt über diese Monate, wo wir uns da getroffen haben und mal Kaffee trinken waren, mal spazieren waren, mal das, mal jenes gemacht haben und gesprochen haben, also quasi gedatet haben, könnte man sagen. Das hat mich dann über die Zeit schon belastet auch, weil mir das halt immer bewusster geworden ist. Und dementsprechend war das dann schon eine sehr große Erleichterung. Und auch, weil die Person, und ich glaube nicht, dass das Absicht war, und ich am Ende halt schon dann auch recht, ich sag mal, Druck gemacht hat und aufgebaut hat. Auch so Dinge, das habe ich, glaube ich, schon mal, ja, das habe ich schon mal erzählt in der Folge, ich glaube auch schon mehrmals, versucht hat, mich zu küssen und ich ihn dann geschlagen habe, als Reaktion, weil ich das eigentlich nicht wollte. Ja, und dementsprechend war das dann eine relativ große Erleichterung. Ich glaube halt nicht, dass das irgendwie absichtlich war und ich glaube auch nicht, dass er mich so unter Druck setzen wollte. Es war eher so ein Clash von Bildern, die wir halt hatten und die ich nicht gut kommen und ich konnte mich halt auch schwer kommunizieren, aber das hat halt dann alles schon dazu geführt, dass ich sehr erleichtert war in der Situation. Oh ja, das kann ich gut nachvollziehen, wenn das so solche Dinge vorgefallen sind. Ja, wir hatten auch eine Umfrage gemacht, denke ich, auf die wir jetzt eingehen können. Und wie immer können wir nicht alle eure Antworten vorlesen, die ihr uns geschickt habt, aber wir haben eine Frage gestellt zu partnerinnenschaftlichen Trennungen. Also, was heißt partnerinnenschaftlichen Trennungen? Trennungen in einer partnerinnenschaftlichen Beziehung und werden jetzt über ein paar von euren Antworten reden. Vielen Dank aber trotzdem für alle Antworten, die wir nicht vorlesen. Es sind immer so viele und wir lesen sie super gerne, aber jetzt mal los mit Frage 1. Habt ihr schon mal eine Trennung einer partnerinnenschaftlichen Beziehung erlebt? Falls ja, möchtet ihr von der Situation berichten? Wie ist es euch damit ergangen? Wie habt ihr euch damit gefühlt? Gab es besondere Herausforderungen? Ich würde einfach gleich mal mit der ersten anfangen. Und zwar hat da eine Person geschrieben, viele Tränen, die da vergossen werden. Man fragt sich, was der Auslöser für die Trennung ist, war und was man vielleicht hätte anders machen können. Sehr viel Seelenschmerz. Es ist, als ob das Herz zersplittert ist. Ja, die Person hat keine Label angegeben, hat vielleicht auch, also benutzt gegebenenfalls auch gar keine. Aber ich frage mich so ein bisschen, also klar, wir haben drüber geredet, was an Trennungen alles schwierig ist und dass da keine Limerenz sein muss dafür, dass es schwierig ist und keine romantischen Gefühle, sondern es auch so schwierig sein kann. Aber trotzdem frage ich mich so ein bisschen, ob da Limerenz auch bei war vielleicht. Das klingt ein bisschen in die Richtung, finde ich, ja. Ich habe übrigens neulich was rausgefunden über Limerenz, sorry. Immer rein damit, Anekdoten nehmen wir. Ich lese gerade Fires of Lust, Sex in the Middle Ages und ja, verlinke ich euch auch in Shownotes, aber am Ende des ersten oder zweiten Kapitels geht es um Liebeskummer im Mittelalter
Und da habe ich erfahren, was ich super spannend fand, nämlich dass früher, also wir würden ja heute sagen, Liebeskummer ist Gefühle, die wir haben. Und tatsächlich gab es eine Zeit, in der Liebeskummer als körperliche beziehungsweise auch seelische Krankheit klassifiziert wurde. Also quasi die Annahme bestanden hat, dass die Personen, die Liebeskummer haben nach einer Trennung oder weil sie ihren, ich sag mal, Crush vermissen, dass die erkranken deswegen. Und also das galt auch quasi als mögliches Risiko einer vorehelichen Liebschaft unter anderem, wobei die ja jetzt auch nicht auch nicht so selten waren. Und als Treatment, also zur Behandlung, wurden quasi Entspannung, Ablenkung und Ähnliches verschrieben, was wir eigentlich heute jetzt auch nicht so abwegig finden würden. Aber die unterschiedliche Klassifizierung finde ich schon sehr spannend. Oh ja, ich hoffe, dass das Rezept von der Ärzte die Person geholfen hat, wenn da draufsteht, einmal bitte ganz viel entspannen. Ja. Das klingt sehr schön. Ja. Ja, ich finde das irgendwie bei dem so Herzschmerz oder ne, bei romantischen Trennungen, das ist ja schon auch irgendwie allgegenwärtig und wenn das sogar auch im Mittelalter schon irgendwie ein Phänomen war, was so pathologisiert wurde. Das ist echt was, wovor ich irgendwie innerlich Angst habe, dass ich das durchlebe. Dabei gestaltet sich meine Aromantik so, dass ich dieses Gefühl der Verliebtheit nicht kenne und auch diese romantische Form der Liebe nicht kennen und auch tatsächlich auch diesen ganzen Herzschmerz, den ich bei FreundInnen gesehen habe, nur kognitiv nachvollziehen kann und nicht emotional. Und trotzdem habe ich so eine Angst vor diesem Herzschmerz irgendwie. Und es ist auch nicht mal real, dass ich den wirklich durchleben werde, weil ich auch nach gar keiner romantischen Beziehung suche oder führen will. Aber das ist wirklich so, das ist mir dem Letzten aufgefallen, dass ich das so richtig Angst davor, also so, ne, manchmal so Gedanken überhaupt, dass es, glaube ich, richtig krass auch wäre, wenn ich das durchleben müsste. Und irgendwie, ich habe mit einer Freundin drüber gesprochen und die meinte dann, ja, manchmal hat man auch einfach so abstrakte Ängste, dass sie sich irgendwie öfter vorstellt, dass sie im Torf, in einem Wald untergeht und dabei, dass sie da niemals sein wird und das ist deswegen, ne, manchmal hat man auch so unrealistische Sachen. Und irgendwie hat mich das so auch beruhigt, dass ich dachte, okay, das ist einfach so omnipräsent und das ist auch irgendwie für mich so ein bisschen präsent, deswegen in meinem Kopf manchmal, obwohl das nicht ganz relevant ist für mich. Also ich finde meine ganzen, also die freundinnenschaftlichen Trennungen, die ich schon hatte oder auch der Verlust einfach von befreundeten Personen schon immer so schmerzhaft, dass ich, ja, keine Ahnung, vielleicht ist hat sicher auch viel mit Bindung zu tun, aber das finde ich schon immer so krass schmerzhaft und da kann ich auch richtig drum weinen und sehr stark drum trauern, auch länger, auch wenn es dafür gesellschaftlich irgendwie weniger Platz gibt, gefühlt, aber darüber reden wir, glaube ich, später noch, dass ich mir das, also ich tue mir schwer, da so viel Unterschied zu sehen, persönlich. Also ich kann vielleicht was dazu sagen, ich hatte schon freundschaftliche Trennungen und ich hatte auch, wie gesagt, die zwei Trennungen, von denen ich sprach. Bei mir, ich würde sagen, das Plus war die Lämmerenz. Ich fand beides schwierig. Aber bei den romantischen war ich immer noch ein bisschen limmerend. Und dann kam also noch das Hormonchaos dazu und das hat es schlimmer gemacht. Also ich war in beiden Fällen nach den romantischen Beziehungen erstmal quasi ein Zombie. Nach der ersten war es noch schlimmer, weil das war das erste Mal, dass ich halt so eine Trennung hatte. Nach der zweiten konnte ich mich besser fangen. Aber ich würde tatsächlich für mich sagen, Trennungen allgemein sind sehr schlimm. Wenn du aber auch noch Limmerenz obendrauf hast, dann mach das nochmal. Das Ganze schwieriger, weil ich hatte ja auch erzählt von so Sachen wie in der Limerenz-Folge Druck unterm Brustbein oder so, dass man so, naja, ich weiß nicht, ich hatte so, ich möchte es nicht Depression nennen, aber so artige, so gedrückte Stimmungen hatte ich lange Zeit und es kam da auch immer wieder raus, aber das hatte ich so extrem halt, es war halt extremer. Sagen wir es so, bei den romantischen Beziehungen war das einfach extremer. Aber schlimm war beides. Ob nun eine Freundschaft beendet wird oder eine romantische Beziehung, eine Partnerinnenschaft, war beides nicht schön. Aber ja, ich sag mal, die Limerenz gab noch das Plus. Darf ich dich was fragen dazu? Ja. Du hast gerade zu der ersten Trennung gesagt, da warst du so, ich glaube, Zombie hast du verwendet als Wort. Kannst du das genauer beschreiben?
Also die Trennung, lass ich kurz überlegen, die war im September. Und ich bin gut 6 Monate, also mit einer gedrückten Stimmung durch die Gegend gelaufen. Mit mir war einfach nichts anzufangen. Also ich hab nur funktioniert im Groben und Ganzen. Also ich hatte da sicherlich auch in dem Moment kleinere Freuden an Dingen, aber es war, ja, ich weiß nicht, Tommy ist das beste Wort. Also ich war irgendwie am Leben, aber irgendwie auch nicht gefühlt. Weil das, ich frage deswegen, weil das tatsächlich was ist, was ich das Gefühl habe, dass die Beschreibung auch ein bisschen auf meine freundinnenschaftlichen Trennungen bzw. Aftermath davon zutrifft. Das ist durchaus möglich. Was halt, ich hatte halt auch Schmerzen, also ja. diesen Druck unterm Brustbein und also Kopfschmerzen oder sowas, und ich bin mir ziemlich sicher, die waren zum großen Teil einfach aufgrund dieser, der Beendigung der Limerenz, also ich hatte damals das Wort noch nicht, dieses Ausschleichen, also ja, keine Ahnung. Also dieses, ich sag mal, diesen Zombie-Modus hatte ich nicht bei Trennung von freundschaftlichen Personen, da war ich aber, hatte ich auch gedrückte Stimmung. Okay, und es ging schneller. Ich denke, das ist sicher auch bei unterschiedlichen Menschen total unterschiedlich. Was ich noch spannend finde an der Antwort, die wir gerade hatten, ist dieser Satz, dass die Person sich gefragt hat oder sich fragt, was der Auslöser für die Trennung ist, war oder was sie anders hätte machen sollen. Das ist, glaube ich, auch nochmal was ich glaube, viele Leute so erleben. Dieses hätte ich etwas anders machen können. Ich glaube tatsächlich auch in jeder Art von Trennung, aber gerade nochmal in so partnerinnenschaftlichen Trennungen. Diese Ungewissheit auch, wo der Kopf so vielleicht so Lösungen sucht oder dieses Verhandeln, wenn ich das gemacht hätte, wäre es dann anders gekommen oder keine Ahnung. Und dieses sich selbst versuchen zu finden, was hätte ich anders machen können, was könnte ich nächstes Mal anders machen, um das zu verhindern. Wobei am Ende ist ja irgendwo die Wahrheit, du weißt nicht, ob du was hättest ändern können. Und ich glaube, diese Ungewissheit ist halt schon auch richtig schwierig in vielen Fällen, damit dann umzugehen. Ja, besonders, weil es ja oft auch dann nicht mehr den Raum gibt, da offen drüber zu sprechen. Also manchmal schon, ne, nochmal für so ein abschließendes Gespräch oder wenn es noch Fragen gibt, aber ja auch irgendwie oft nicht, was ich mitbekommen habe von Freundis. Ja, beziehungsweise ist es, glaube ich, noch nicht mal gut möglich, mit anderen befreundeten Personen oder anderen PartnerInnen darüber zu sprechen. Also nicht immer natürlich, es gibt sicher Leute, mit denen man drüber sprechen kann, aber oft, wenn irgendwie über Trennung geredet wird oder in Beziehungsschwierigkeiten, tendieren ja befreundete Personen schon echt eher dazu zu sagen, ja, wenn es schlimm ist, trenn dich, oder dich wieder zu trösten mit, ja, die Person hatte dich vielleicht nicht verdient, oder you're better off without them, dir geht's besser ohne die und so weiter, weil natürlich befreundete Personen und PartnerInnen hoffentlich auch, also wahrscheinlich auch, natürlich wollen, dass es einem gut geht. Und das hilft aber nicht immer, beziehungsweise gibt es dadurch halt auch keinen Raum, diese Zweifel oder Unsicherheiten und hätte ich was anders machen sollen, zu äußern und da auch mal durch zu einem Ende zu kommen, sage ich mal. Also ich meine, klar, nicht zu einer abschließenden Antwort, weil ich glaube, eine abschließende Antwort gibt es in der Form auf die Frage leider nicht, fürchte ich. Ich glaube, selbst wenn die Person sagt, genau daran, also die eine Person sagt, daran lag die Trennung, ist es ganz schwer, da, also das sind ja selten so konkrete Punkte, dass ich sagen kann, ja, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen würde, würde ich das an Punkt X und Y und A und B und Z anders machen. Und genau das machen. Und Schwarztee statt Kamillentee kochen. Sorry, das Beispiel ist jetzt, ist mir gerade eingefallen, ist ein sinnloses Beispiel, ich weiß. Aber so konkret ist es ja selten. Ja. So konkret ist es selten. Abschließende Gespräche mit der Ex-Partner-Person könnten da zumindest einem trotzdem so ein Ende oder einen Punkt hinter Gedanken setzen, die vielleicht da mehr im Zirkulieren sind. Aber der Raum ist ja auch nicht einfach immer gegeben. Ja. Na, dass man mit der Ex-Person, mit der Ex-Partner-Person noch sprechen. Gerade weil auch beide oder mehr Personen, also alle beteiligten Personen, die sich da trennen,
diesen Raum aushalten müssten und dieses Gespräch. Und wir haben ja schon geredet, dass da oft viele Gefühle dabei sind. Und so einen Raum dann auszuhalten und nochmal zu sagen, hey, daran lag's und das hast du falsch gemacht, ist halt schwierig. Gleichzeitig dann die Reaktion halten zu können, selbst vielleicht keine Emotionen, oder was heißt keine Emotionen, aber nicht, also selbst seine eigenen Emotionen halten zu können und dass die Person, die mit dir redet und der du antwortest, dann noch deine Emotionen halten kann, ohne dass da irgendwie das Ding eskaliert, das ist halt auch eine Herausforderung. Ja, absolut. Wollen wir vielleicht noch eine weitere Frage vorlesen? Ja, das können wir machen. Da kommt das Zombie-Ding auch drin vor. Charles, willst du lesen oder soll ich? Na, dann lasse ich dich lesen. Okay. Hatte bereits mehrere Trennungen von partnerinnenschaftlichen Beziehungen. Die liefen jeweils sehr unterschiedlich ab. Meine erste Beziehung war eine Fernbeziehung und meine Partnerperson schien sich immer mehr und mehr zurückzuziehen und mich nicht mehr treffen zu wollen. Ich habe sie dann ein letztes Mal besucht und sie zu einer Entscheidung zu drängen. Ich glaube, es sollte sich heißen, um sie zu einer Entscheidung zu drängen, ob sie mich jetzt noch will oder nicht. Anmerkung, dass das recht uncool ist, ist mir inzwischen natürlich klar. Mein Vergangenheits-Ich war da bei weitem noch nicht so weit. Sie wusste keine Antwort. Also bin ich wütend und enttäuscht davongestürmt und nach Hause gefahren und es trat Funkstille ein. Meine FreundInnen erzählen mir, dass ich zu der Zeit dann einige Monate im Zombie-Modus war. Die ganze Sache war mein erstes damals wirklich erwidertes Verliebtsein und der Trennungsschmerz dementsprechend fies. Die Person hat sich viele Jahre später plötzlich wieder bei mir gemeldet. Wir haben uns Lebensupdates gegeben und reden nun regelmäßig miteinander. Und was mir erzählt wurde, hat so wahnsinnig viel geklärt, was damals los war. Das hat also ein wenig Closure gebracht nach der langen Zeit. Und wir können beide wieder nach vorne blicken. Ja, die Person hat ja als Label Ace demisexuell und Cray romantisch angegeben. Ich finde das eigentlich auch so eine ganz schöne Antwort nach der, die wir davor hatten, worüber wir gerade eben noch gesprochen haben, mit dem so einem abschließenden Gespräch. Und dass es irgendwie auch schön ist zu sehen, dass es für die Person nach einer langen Zeit auch immer noch Closure gebracht hat. Oder auch die Person dann immer noch offen war, Closure für sich selber anzunehmen und dann nicht, das dann irgendwie so gekommen ist. Voll. Echt ganz schön. Ich finde das schön. Ich möchte nur noch kommentieren, dass ich glaube, dass es, auch wenn es natürlich nicht so cool ist, wohin zu fahren und dann jemanden zu drängen, entscheide dich jetzt oder es ist Ende, gleichzeitig die Bitte um, hey, mir tut die Unklarheit nicht gut, was ist eigentlich los, okay ist und auch eigentlich okay sein sollte. Ich glaube, die Frage ist halt immer, wie wird das gemacht? Also ich finde auf jeden Fall mal den Wunsch nach Klarheit verständlich. Klar können wir lernen wir mit der Zeit, wie wir so etwas besser ausdrücken und kommunizieren. Aber andererseits ist es natürlich auch, wenn man versucht, richtig anzufangen in so einer Situation voller Emotionen und wenn die Person keine Antwort weiß, ist auch immer das Potenzial, dass das dann nachträglich, also während dem Gespräch noch eskaliert. Klingt auch nach einer voll schwierigen Situation, aber voll schön, dass das nach der langen Zeit so ein bisschen geklärt wurde und dass da Gespräche stattfinden. Ja. Und das ist trotzdem, trotz dieser Trennung, die sich ja erstmal sehr abrupt und so heftig auch anhört, dann beidseitig trotzdem so da sich wieder angenähert werden konnte auf einer anderen Ebene. Ja. Was ich hier auch interessant finde, ist, dass die Person schreibt, die ganze Sache war mein erstes, damals wirkliches, erwidertes Verliebtsein und der Trennungsschmerz dementsprechend fies. Auch irgendwie spannend, also würde daraus irgendwie schließen, dass für die Person danach leichter geworden ist, was ich dann irgendwie auch spannend finde und dann irgendwie auch für die Person vielleicht gut ist, wenn sie dann mit ihren Emotionen anders neu gelernt hat umzugehen oder ihren besser einordnen konnte. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch nicht für alle so, aber das ist ja ganz cool, wenn das hier so der Fall ist. Also ich kann dazu sagen, das war bei mir ähnlich. Die erste, also ich hatte bis jetzt nur zwei, hatte ich ja gesagt. Aber ich fand die erste auch schlimmer, weil da wusste ich ja auch noch nicht, was auf mich zukommt. Bei der zweiten kannte ich schon so ein bisschen das Ausmaß, also der Gefühle. Und das hat mich ein bisschen besser vorbereitet. Deswegen habe ich auch Möglichkeiten gefunden, einigermaßen klarzukommen bei der zweiten Trennung. Und war nicht mehr
ganz so durchgehend Zombie. ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Also ich finde, Zombie-Modus trifft es einfach ganz gut. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass die zweite leichter war. Also keine Ahnung, die dritte hatte ich noch nicht. Sollte das der Fall sein, berichte ich, ob die noch leichter war. Passt, erzähl uns dann. Nee, ich bin ja nicht Limerent, aber ich kann mir das auch ziemlich gut vorstellen, weil einerseits lernen Menschen ja über die Zeit mit Situationen und Gefühlen umzugehen und die einzuordnen. Andererseits ist es ja schon auch so ein Gefühl, wenn Leute wegbrechen, wenn vielleicht Zukunft wegbricht, wenn Wünsche wegbrechen etc. oder Vorstellungen wegbrechen und was auch immer oder eine Partnerperson auch ist ja oft mit dem Gefühl verbunden, jetzt geht es nicht mehr weiter, was ist jetzt mit meinem Leben und eben in dem Zusammenhang Verzweiflung und so weiter. Also wie geht's jetzt weiter? Und ich glaube, dass je mehr Zeit vergeht, also je öfters das passiert, vielleicht ist beim zweiten Mal auch schon die Realisation, beim letzten Mal ist es auch weitergegangen. So. Ein bisschen kann ich das aus meinen freundinnenschaftlichen Sachen so nachvollziehen, denke ich. Ich glaube, damit hast du einen Punkt, Finn. Einmal, weil man einfach noch nicht weiß, wie es weitergehen sollte. Und ich glaube, bei mir war auch ein Problem bei der ersten. Ich bin ja noch total die heteronormative, also cis-heteronormative Schiene und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen, aber ihr wisst, was ich meine, gefahren. Und ich dachte mich das wirklich als ein Versagen gesehen. Weil ich einfach gedacht habe, ich entspreche nicht der Norm. Beim zweiten Mal war ich schon so ein bisschen von diesem Normtrip weg. Da war ich aber auch schon 6 Jahre älter. Da war ich das für mich nicht mehr ganz so schlimm. Beim ersten Mal ist mir ja wirklich gefühlt alles zusammengebrochen. Also so, wie ich dachte, ein Leben zu sein hat und dann geht's doch nicht mehr. Ja. Wir hatten ja auch schon so ein bisschen rumgeplant. Ja, wir haben da ja auch einen Punkt in unsere Notizen geschrieben zu partnerinnenschaftlichen Beziehungen, dass halt partnerinnenschaftliche Beziehungen, die sich trennen ab einem bestimmten Punkt, also nachdem entschieden wurde, wir sind ja zusammen und keine Ahnung, als Scheitern gesehen werden. Es hat sicher auch was, also hat meiner Meinung nach ganz klar auch was mit dieser Beziehungsrolltreppe zu tun, die quasi einen bestimmten Ablauf von einer partnerinnenschaftlichen, sexuell-romantischen Beziehung vorsieht und wo ab einem gewissen Punkt quasi wirklich gesagt wird, ja, es geht, eigentlich ist ein Zurück ein Scheitern, eine Trennung ein Scheitern und auch wenn die Beziehung quasi auch nur eine Stufe zurückgeht, ist das ein Scheitern. Also wenn zum Beispiel einmal Sex gehabt wird, eine Zeit lang und dann entschieden wird, nö, wir haben das jetzt nicht mehr oder so. Oder wenn zusammengezogen wird und dann wieder auseinandergezogen wird, weil festgestellt wird, Zusammenleben passt für uns nicht so, wird das ja auch als Scheitern betrachtet. Und das finde ich eigentlich schon eine krasse Vorstellung oder ein krasser Gedanke, weil halt in diesem Konstrukt, also in dieser Beziehungsrolltreppe, kein Zurück möglich ist und kein Ausstieg. Also der ist nicht vorgesehen im Grunde in dieser Norm oder in diesem Bild. Und da ist doch einfach so viel falsch daran, schon einfach, weil Menschen und Beziehungen so unterschiedlich sind. Es kann doch kein One-Size-Fits-All geben. Ja. Ja. Charles, jetzt darfst du aber eine Antwort vorlesen. Okay, dann lese ich die nächste Antwort vor. Damals für mich überraschend, weil ich noch nicht wusste, dass ich Aerospec bin, war ich traurig um die verlorene geglaubte Freundschaft als die romantische Beziehung. Dass mein Freund Schluss gemacht hat, hat mich wenig interessiert. Viel schlimmer war, dass ich meinen besten Freund verloren hatte. Es war eine Hassliebe. Ich konnte Nähe zu ihm kaum ertragen, konnte und wollte mir ein Leben ohne ihn aber kaum vorstellen. Mich zurückzuziehen war keine Option, weil ich dann auch den Kontakt zu meinen anderen FreundInnen verloren hätte, weil wir in einem Freundeskreis waren. Von meinen anderen FreundInnen habe ich damals leider wenig Unterstützung erfahren, da sie fanden, ich müsse mich zusammenreißen, weil wir nur kurz zusammen waren. Keine Ahnung. Ich schätze mal, meine Unfähigkeit, Dinge zu beenden, erzwungener Kontakt und Hartnäckigkeit helfen, denn nach ein paar Monaten konnten wir uns das erste Mal wieder wie Freunde unterhalten und von da an ging es bergauf. Inzwischen sind wir wieder enge Freunde und haben unseren Beziehungsversuch, das Zwischenspiel oder sämtliche andere Synonyme, die wir uns ausgedacht haben, besprochen. Ist geklärt und diese Zeit spielt eigentlich keine Rolle mehr. Viel wichtiger ist, dass ich einen wunderbaren Freund habe. Die Person identifiziert sich oder ist Aero Ace, demiromantisch und queer. Hm.
Das klingt nach einer sehr anstrengenden Beziehung zu Beginn. Also, ich hatte mal in einer Art Freundinnenschaft, Bekanntschaft so eine Hassliebe. Und das war schon krass. Ich will mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, oder ich kann mir schwer vorstellen, wie viel krasser das ist, wenn du die Person noch viel, viel öfter siehst. Und der Kontakt enger ist quasi. Das ist, also, ich meine, vielleicht ist das nur das, was ich aus meiner Erfahrung habe. Aber das, für mich hat das direkt so ein, das klingt super anstrengend Ding. Ich habe natürlich, also das Wort Hassliebe habe ich schon gehört, aber ich habe mir darüber noch nie konkret Gedanken gemacht. Wie würdest du denn jetzt das für dich aus deiner Perspektive zumindest mal beschreiben, damit ich so eine Vorstellung bekomme? Ja, bei mir war das halt so, dass es eine Person war, die ich, also hatte halt was damit zu tun, dass ich diese Person ursprünglich recht stark idealisiert hatte und also sehr zu der aufgeschaut habe. War ich auch noch ein Teenager, also beziehungsweise war Anfang meiner Teenagerzeit, beziehungsweise kurz davor, und dann ist da aber nicht die Reaktion gekommen, die ich wollte, beziehungsweise ist was passiert, was mich damals sehr verletzt hat, und dann ist das ziemlich krass umgeschlagen. Und in meiner Erfahrung ist Hass halt auch enorm destruktiv auf einen selber und halt auf die andere Person. Ich weiß, dass viele Leute den Begriff leichter verwenden, aber das ist halt immer das, was ich damit assoziiere, weil es mir in der Zeit auch überhaupt nicht gut ging. Ich aber nicht aus dieser zwischenmenschlichen Beziehung irgendwie rausgekommen bin und aber gleichzeitig halt ziemlich, also Dinge gemacht habe, auf die ich nicht stolz bin. Und aber auch nicht davon weggekommen bin, dieser Person halt Time of the Day zu geben oder meine Energie zu geben oder meine Aufmerksamkeit und meine Kraft. Und das war auch überhaupt nicht die Schuld der anderen Person in dem Fall, bis auf einige Situationen, die dann also einige ungünstige Situationen, die von niemandem beabsichtigt waren, würde ich jetzt im Rückblick sagen, und die dann aber mehr oder weniger sich wiederholt und wiederholt haben oder wo immer mehr dazu kam und wo ich durch mein Verhalten sicher nicht dazu beigetragen habe, dass es weniger geworden sind, würde ich auch mal behaupten. Immer halt so ein, ich will das nicht, ich will das doch, aber davon gibt es sicher ganz viele Schattierungen. Ich weiß, dass es für mich mit die Person ein, zweimal im Monat sehen sehr anstrengend war und schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht verwendet die Person hier den Begriff anders, aber wenn ich die Person öfters gesehen hätte, wäre es schwieriger gewesen, und das war halt keine partnerinnenschaftliche Beziehung. Insofern tue ich mir schwer, mir das als etwas leichter vorzustellen. So. Ja, aber auch da voll schön, dass das irgendwie im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre diese Beziehung sich komplett ändern konnte oder auch mit ein bisschen Trennung dazwischen sich komplett ändern konnte, dass da jetzt eine enge Freundinnenschaft bestand oder besteht. Ja, voll. Ja. Absolut. Also ich finde das auch voll gut, dass das ausgesprochen werden konnte, dass da der Kontakt, also klar, auch hierzu, also erstmal möchte ich sagen, dass ich es absolut nicht gut finde, dass da keine Unterstützung von befreundeten Personen kam. Weil es ist komplett egal, wie lange jemand zusammen war. Es ist komplett egal, was das für eine Form von Beziehung ist. Wenn eine Person unter der Beendigung einer Beziehung leidet, dann tut sie das und dann braucht die Support. Und dann zu sagen, reiß dich zusammen, finde ich gelinde gesagt ein bisschen scheiße. Sorry. Nee, voll. Es gibt auch kein Maß von wegen, so lang darf Liebeskummer oder Trennungsschmerz, egal ob das jetzt eine Freundinnenschaft und eine Partnerinnenschaft war, dauern oder sonst eine Beziehung, da gibt es kein Maß dafür. Und dieses Maß hängt schon gar nicht von der empfundenen Beziehungslänge ab. Absolut. Sorry, sowas zu lesen macht mich immer ein bisschen pissig. Ja, und besonders in dem Kontext, dass ich schon sehe oder aus meiner Lebensperspektive, romantische, also Trennungen von romantischen Beziehungen oder romantischen Partnerpersonen
nochmal ja viel mehr unterstützt werden. Und na, wenn das dann irgendwie eine sehr enge Hassliebe zu einer befreundeten Person ist, dass der dann nochmal weniger, also in diesem Freundeskreis vielleicht nochmal weniger Unterstützung gefunden hätte. Also es gibt ja, ne, macht das gerade Sinn? Ich glaube schon. Ja, voll. Also romantische Beziehungen sind ja schon so das, worum sich Menschen viel kümmern in unserer Gesellschaft. Und wenn sogar da dann, nur weil es kurz war, sich nicht wirklich angenommen wird, teile ich auf jeden Fall deine Meinung, dass es kein Maß ist, woran Dinge gemessen werden sollten. Absolut. Ich finde, man sollte einfach die Emotionen von anderen ernst nehmen. Egal, wie, wenn eine Person sagt, dir geht's nicht gut und wenn die Beziehung nur 2 Wochen gedauert hat, dann geht's ihr nicht gut. Aber auch umgekehrt. Man sollte zum Beispiel, was mir gerade einfällt, eine Person, die der es leichter fällt mit einer Trennung, auch nicht schlecht reden, weil es ihr leicht gefallen ist, sich zu trennen. Das Umgekehrte ist auch nicht gut, würde ich sagen. Absolut. Auch wenn eine Person erleichtert ist oder sich freut. Niemanden runtermachen. Ich finde, so viele Probleme könnten gelöst sein, wenn wir eine Reaktion oder ein Gefühl oder einen Gedanken nicht verstehen, einfach fragen würden, hey, was ist los bei dir? Warum fühlst du so? Ja. Sorry. Das würde helfen. Und ich kann tendenziell verstehen, dass wenn eine Person viel Unterstützung braucht oder irgendwie eine Trennung durchlebt, dass dann auch nicht alle Freundis permanent alle Kapazitäten haben, aber ich glaube, das ist ja auch verständlich und dann kann man das ja auch anders kommunizieren und muss dann nicht irgendwie so vor den Kopf stoßend reagieren. Ja, ich würde sagen, es ist was anderes zu sagen, du, ich habe da leider gerade keine Kapazitäten für, als zu sagen, hab dich nicht so. Ja, zu 100%, ne? Das, absolut. Auf jeden Fall. Ja. Voll. Und sonst, es ist natürlich immer fair zu sagen, hey, ich will nicht mehr in Kontakt sein. Es ist auch immer fair zu sagen, ich brauche jetzt ein bisschen Distanz. Aber es ist natürlich auch fair, wie diese Person zu sagen, es ist mir wichtiger, diesen FreundInnenkreis zu behalten, als diesen Kontakt zu vermeiden. Und umso schöner finde ich es, dass es sich in dem Fall halt auch wirklich gelohnt hat. Und danach, also klar, das kann Monate dauern, das kann auch Jahre dauern. So wie bei der anderen Person, wo die andere Person sich überraschend wieder gemeldet hat, nach längerem. Aber ich glaube, Distanz hilft, wenn es darum geht. Und das, wir hatten ja auch mit Leuten befreundet zu bleiben oder mit jetzt, na gut, wir hatten mit anderen Parteien befreundet bleiben, aber ich denke auch mit PartnerInnen oder Partnerpersonen befreundet zu bleiben ist so ein Ding, das ist ja irgendwie in so einem gesellschaftlichen Narrativ auch nicht richtig vorgesehen, habe ich das Gefühl. Aber ich finde das schon immer schön, diese Geschichten zu lesen, weil es einfach auch möglich ist, funktioniert. Also, und ich denke, Abstand ist in dem Fall auch manchmal ein ganz guter Anfang. Und es ist natürlich immer fair zu sagen, ich will keinen Kontakt haben. Es ist aber auch fair zu sagen, ich möchte Kontakt haben. Oder wir machen mal Abstand und haben dann wieder Kontakt, denke ich. Na gut, ich würde sagen, wir haben noch eine letzte Antwort. Und die würde ich gerne, um das abzuschließen, an der Stelle gerne noch vorlesen. Und zwar hat eine Person geschrieben, nein, bin mit meinem Partnermenschen seit über 30 Jahren zusammen und hatte vorher und nachher keine Partnerschaften. Ja. Finde ich auch ziemlich cool. Ja. Klingt nach einer guten Beziehung. Definitiv. Das stimmt. Und die Person ist Demi Ace Grey Arrow. Ja, damit wären wir dann auch schon für heute ans Ende der Folge gekommen. Wir haben uns aus unterschiedlichen Gründen hier entschieden, die Folge zu teilen. Zum einen ist es für uns alle sehr emotional auch aufwühlend und anstrengend, über dieses Thema oder über diese Themen zu sprechen und auch über unsere eigenen Trennungen oder Trennungserlebnisse zu sprechen. Und zum anderen wäre die Folge sonst einfach sehr, sehr lang geworden. Ja, dann möchte ich mich erst einmal bei euch allen bedanken, die unsere Umfrage ausgefüllt haben und eben genau diese persönlichen und vermutlich auch emotionalen Trennungserlebnisse mit uns geteilt haben. Das hat uns auch sehr bewegt. Vielen Dank euch. Nehmt gerne wieder an einer unserer Umfragen teil. Wir freuen uns sehr. Wir lesen auch alle Antworten, die wir nicht vorlesen können. Vielen Dank euch, wirklich. Die Redaktionsleitung der Folge hat Noah übernommen. Vielen Dank, Noah. Im Vorbereitungsteam der Folge waren Noah, Finn, Charles, Sascha und eine weitere Person mit dabei. Vielen Dank euch. Den Schnitt der Folge wird Charles übernehmen. Vielen Dank, Charles. Und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt,
Ideen für neue Folgen, wenn ihr noch über irgendetwas reden wollt, uns etwas erzählen wollt oder noch Nachfragen habt, meldet euch gerne bei uns. Oder auch, wenn ihr bei uns mithelfen wollt, zum Beispiel in der Qualitätskontrolle im Schnitt, bei Social Media oder irgendwo anders, wo eure Begabungen liegen und ihr sie einsetzen möchtet. Ja, wo könnt ihr uns erreichen? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektrin.eu, auf Instagram unter inspektrin-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon, YouTube und einen Twitch-Kanal. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes. Und ihr findet uns auf dem Aceback German Discord Server. Dort haben wir einen Channel, in den ihr schreiben könnt. Und ab und zu sind wir auch im Voice Chat anzutreffen. Dort könnt ihr dann mit uns reden, wenn ihr wollt. Ja, genau. Und das war's dann auch schon. Tschüss und bis in 2 Wochen. Tschüss. Ciao.